Hallo und herzlich willkommen zurück. Als allererstes, das Messer, was ich vor zwei Folgen gefunden habe, das werde ich verbessern. Boom! Wir haben nämlich genug Mondsteine, um das hochzuskillen. Jetzt muss ich mal gucken, wie viele Halb-Sichel-Mondsteine wir haben. 7. Das kriegen wir noch ein paar Mal hin. Zack, zack. Oh mein Gott, wir können es komplett... Ah! Ja, so, Halbmondsteine haben wir noch nicht. Genauso wie hier. Dieser Mr. Knister hat ja Korbeln. Da kaufe ich mal eine. Ist mir scheißegal, ob ich dann irgendwann es wieder bereue, die Kurbel jetzt wieder verbraucht zu haben. Aber für dieses Messer. Ha, es ist einfach so schön. Wir schauen mal kurz, wie viele. Wir machen dann 13 Schaden mehr. Es ist die Frage, lohnt es sich für 13 Schaden? Es ist ja pro Schlag, ja? Man hat 10% Steigerung. Ich würde es einfach so machen. Ich würde einfach mal die Technikkurbel noch nicht verbrauchen. Ich würde jetzt erstmal das Messer tatsächlich testen, so im Freien, so wie es sich macht. Ach, das sehe ich gerade. Ja, Geppetto will noch mit uns sprechen. Wo ist er denn hin? Oh mein, der hat mich verarscht. Diese kleine Drecksau. Was ist denn das hier? Meine Nase wächst. Wer will mich hier verarschen? Wer war das, hä? Wer von euch kleinen Schmarotzern hat das getan? Was hast du? Antonia's condition is getting worse. I knew it would come to this. The petrification disease locks people inside a cage. We're all safe, thanks to her sacrifice. But I wish for a miracle to save everyone, me as well. The portrait hanging in Geppetto's room. I sense something strange. Something like the changes you're going through. The sort of thing you'd read in a fairy tale. Go to Geppetto's room. You should see it for yourself. Ja, ich hab das gesehen, das machst du. I'll use my power. Ja, mich zu verarschen. Ich wollte mein... Ich kann mich nicht verbessern? Was? Ich brauche 8000 Ergo für eine Verbesserung. Och, nee. Da muss ich mal schauen, bezüglich meiner Rüstung, ob ich... Mach ich die hier? Zack! Ich bin wieder leicht. Perfekt. Ja, aber wo ist denn Geppetto? Der muss doch hier irgendwo rumlungern. Plendina ist dort. Kein Geppetto. Ja, sag mal, will der mich verarschen? Hätte jetzt gedacht, dass er hier am Baum steht. Aber nö. Ah, nee, der hat doch jetzt Pech gehabt. Also wirklich. Denn wenn man hier denkt, man müsste hier Verstecken spielen. Nee. Auf so eine Scheiße lasse ich mir hier nicht ein. So. Eingang zum Estella Opernhaus. Da gibt es eine neue Schallplatte. Ich weiß nicht wo. Wir schauen. Hallo Welt! Zeig mal her. Oh, ich habe jetzt irgendwie gar keine Lust, jetzt hier nochmal durchzulatschen. Nicht ehrlich. Aber egal. Hey, oh mein Gott! Habt ihr gesehen? Die ist einfach. Die einfach zu spät spawnen? Hallo? Am Alter! Hier, pass auf, ich mache jetzt mal den hier. Dann mache ich jetzt. Mehr kritischen Schaden, oder? Bam, bam. Zack, 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 zack. Ich schnitz mich da durch. Zack, zack. Oh mein Gott. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Junge. Ich dachte, ich kann mich hier so durchschnetzeln. Nee, die haben so viel Leben. Du musst einfach zigmal auf die einstechen. So, in Scheiße. Oh, ja. Hör auf rumzu. Hör auf. Ich könnte ausrasten bei diesen hässlichen Kindern. Ausweichen. Nimm das Teil. Danke. Haut ab, ja. So, jetzt muss ich hier irgendeine Scheiße suchen. Ja, ich gehe hier einfach mal durch. Ah! Oh nein! Kinder! Oh, bitte, lass mich doch einfach raus. Oh, wieso müsst ihr alle so hässlich sein und so laut? Bitte. Ich hasse es, wenn sich die Puppen überhaupt nicht beeindrucken lassen von meinen Schlägen. Oh, alles klar. Ja. Jetzt wissen wir, was passiert, wenn sich dieser Störungsbalken auflädt. Ach, Mensch, das macht mich gerade schon wieder so wütend. Warum? Ja, oh, das ist so dumm. Warum kriegt man dieses blöde Tutorial erst, wenn es passiert ist? Wenn die Störungsanzeige voll ist, stirbt man. Alles klar. Ach, na klar, wir müssen doch hier zur Frau. Die Frau in Rot. Die ist bestimmt tot. Aber wo war die? Hallo.
Oh mein Gott. Ich habe mich ja vollkommen verlaufen. Oh nee. Lass mich in Ruhe. Ach. Ich weiß wo. Mensch. Wir müssen doch hier rüber. Ja. Oh nee. Sie ist gestorben. Ach. Haut ab. Ich verlasse diesen Ort. Lebt wohl. Stargazer, dann machen wir uns nach hier hinten. Zack. So, hinter der Bühne geht's weiter. Ah, oh, jo, letzte Folge. Dieser Romeo, ja? Das war ja so ein intensiver Kampf. Ich habe ihn geliebt und gehasst gleichzeitig. Hä? Will der mich verarschen? Ich habe den im Hotel gesucht. You're safe. I was so scared I would lose my precious son. It's risky for me, just being out here. Fortunately, you didn't need my help. I'm so proud that I got to see my son defeat the king. Hopefully, the lesser puppets will die down soon. Now that the king is dead, the puppets have no leader, no direction. But the curse of the petrification disease still lingers. Mm-hmm. It's tough, but I know where you should go now. The Grand Exhibition. Rumors say the alchemists there have developed a cure. As a man of invention, I'm skeptical of the alchemists, both their science and their motives. But they may be the city's last hope. Won't you help me? Son, take this. You'll find it most useful. Go to the Grand Exhibition and see what you can find. Maximale Anzahl der Puls der Nutzung wurden erhöht. Oh! Danke! Ey, Mensch, Bobby! That one puppet could control so many others. That's unlike a real king. The puppet left no heir. The remaining puppets are leaderless, and we can reclaim the city. But it's still a city beset by the petrification disease. Seek a cure from the alchemists. Ja, ja, komm. Cool, wir haben neue Pulszelle. Haben wir die schon einmal erhöht? Ich glaube, ja. Wir schleichen uns von hinten an. Bam, bam, bam! Oh, in die Niere! Holy shit! Hallo? Fuck, fuck, ho, ho, ho! So! Was hat denn der Hund da? Eine Kreissäge! Na komm! Sie holt den Stab raus! Ich will doch nur... Mensch! Die hat nur noch ein Leben! Gib sie mir! Zack! Nee! Ey, Hündchen! Oh mein Gott! Beziehe ich mich nicht als Tierquäler, aber er hat zuerst zugeschlagen. Die Musik ist chillig. Oh! Mit dem? Bam! Zuck! Oh! Das Messer hat schon was. Ich habe übrigens letzte Folge die Puppenschnur wieder ausgerüstet. Oh, das habe ich, glaube ich, nicht reingeschlossen. Ein bisschen, ja. Oh man. Oh man. Alter, übelster Molchenmörder. Kommt von hinten. Eine depressive Puppe, die nichts mehr mit ihrem Dasein anzufangen hat. Zack. Oh man, kommt von hinten und sticht sie einfach ab. Yeah, yeah. Diese Musik passt gerade voll zu dieser Kulisse. Diese verregnete Stadt und dann diese trübe Musik, so Hoffnung verloren. Aber irgendwie ist es doch eine schöne Musik. Ja. Like they can't tell their elbow joints from their tail sockets. I'm not even sure they can function without the king to guide them. Echt so, weißt du, so am Trauern. Aber als ob Puppen trauen, das verstehe ich nicht. Aber gut, vielleicht haben die ja, vielleicht ist halt deren Ergo erwacht. Bei Paladin ist es ja auch so passiert. Dass jetzt alle so traurig sind. Oh nein, unser Anführer. Wow. Du kannst ja einfach durchgehen und die alle wegschnetzeln. Ist es so diese Ruhe vor dem Sturm und dann kommt erstmal was richtig krasses? Mal wieder. Nach dem König. Oder sagen die sich so, du hast jetzt so eine Scheiße durchgemacht, jetzt geben wir dir hier ein paar Belohnungen. Oh mein Gott, der hat ein bisschen viel Leben. Hallo! Excuse me more, baby! Woo!
So, ich glaube, da muss ich erstmal das große Geschütz rausholen. Der hat eine Menge Leben. Warum haben die ohne Kopf immer so viel Leben? Als ob die keinen Verstand haben und das denen vollkommen egal ist, ne? Bam! Oh, hier geht's hoch. Ja, wir gehen erst hoch. Bei diesen Nebengassen gibt's meistens nicht so viel. Also da wird der Weg nicht weitergehen. Schätze ich. Das ist ein Kiste, ich hab sie gesehen. Bam, Alter! Die guckt zu, wie ich ihre Schwester abspreche. Bam! Oh, jetzt ist sie wütend. Nee, sie lacht einfach. Bam, Alter! Oh, wie geil! Eine schwarze Kiste. Und was sich da drin verbergen mag? Oh! Finger eines Uhrenschwertes. Das Uhrenschwert? Sag mal her. Das geht, das ist ausgeglichen. Das ist ja die ausgeglichenste Waffe, die ich jemals gesehen habe. Wobei, CC ist nicht so gut wie BC. Und BC hat ja... Wo ist sie? Die hier. Das ist richtig gut. Ja, die ist sehr ausgeglichen. Oh. Okay, die macht nur einen Schwinger und einen Stich. Ja, mir ein bisschen zu wenig. Ich habe immer so eine Dreier-Kombo lieber. Das war's. Okay, schwerer Angriff nur einmal drücken. Macht einen Stich. Schwerer Angriff zweimal drücken. Macht dann noch den Aufwärtshieb. Schwerer Angriff gedrückt halten. So ein Hieb. Ja gut, eine Kombi aus schweren Angriffen und leichten Angriffen ist ganz geil mit dem Ding. Das hat auch Style, muss man sagen. What? Okay. Ich müsste das mal im Hotel nochmal testen. Kann man das hier irgendwie durchlesen, was das kann? So, wo war's? Sturmhieb. Verpasse einem Feind vor dir mehrmals einen Hieb. So, den haben wir gerade nicht getestet. Wir haben gerade das getestet. Locker der Provokation. Verhöhne kurzzeitig umstehende Feinde, um den Angriff des Charakters und der Feinde zu erhöhen. LOL. Also du erhöhst alles um dich herum. Sowohl von den Feinden als auch von dir. Krass. Wenn du dir sicher bist, dass du keinen Schaden nimmst, ist es krass. Hallo? Ach, hier ist es so großflächig. Ah, da kommt einer an. Was war das Item? Stell mir nicht so Fallschutz. Bam, bam, bam. Zack, zack. Jawohl. Bam. Oh. Das ist dieses Aufplatzen. Das ist übrigens die kritische Trefferchance. Also das ist ein kritischer Treffer. Der macht mehr Schaden. Und durch dieses Schleifen erhöhst du die Trefferchance. Ich bin gleich tot. Oh, das war knapp. Holy shit. So. Oh, jetzt habe ich was falsch gemacht. Das war nicht schlau. So, ey, geblatt. Hier geht's gar nicht weiter. Wo geht's denn weiter? Hier. Ah. Ratz. Die Larenzi Akademie. Das sieht aus wie eine Shoppingmeile. Also wie so eine Mall. Oh, wie man sich hier durchsticht. Ah, hallo? Sonderschlussverkauf. Was ist das denn? Ich hab doch geblockt. Das hat wohl nicht. Das ging wohl nicht. Lässt du mich mal los? Ex. Lass mich raus. Lass mich raus. Okay, er hat aber nicht viel Leben. Holy shit, er greift und sticht einfach so mehrmals auf dich ein. Ist ja mal gar nicht eklig. Hallo? Ich kann hier nicht rein? Hä? Wow. Toll. Mir fällt ja gerade so ein bisschen die Musik. Es ist gerade so ein bisschen zu ruhig. Ah, ein Stargazer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wenn ihr schon wieder diese verfluchten Leute sind, würde ich natürlich meinen Schleifstein wechseln. Zack, Feuer drauf. Weil die brennen sehr gut. Ja. Ja. Wie geil. Der hat keine Arme. Der hat angekotzt. Ah, du mit deinem Rekord. Ich hab keine Ahnung. Keine Ausdauer. Oh mein Gott. Ohne Ausdauer ist das Messer echt scheiße. Aber dieser Bumsklumpen hier war ja aber auch anders wild. Tür öffnen? Benötigt Schlüssel. Ach, cool, cool, cool. Wo muss ich denn jetzt? Ach, ich muss hier lang, stimmt.
Von hinter mir bin ich gekommen. Oh. Da komme ich nicht durch. Hallo? Mach mal kein. Boom, 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 boom. Oh. Schlüssel von dem ersten Stock. Tja, für den musste ich ja jetzt lange suchen. Hier geht's noch rein. Das könnten die öfters machen. So ein paar Abstecher. Aber hier gibt's. Hier sind nicht viele Läden offen. Das finde ich gerade ein bisschen scheiße. Scheiße, ja, schade. Ja, ja. Oh doch, ich glaube, ich brauche mal wieder ein bisschen mehr Ausdauer. Da ist was. Da kann man bestimmt rein irgendwie. Hm, hier so, aber. Geht nicht. Hier. Hallo, die Damen und Herren. Na klar. Da kommt bestimmt doch von irgendwo anders noch einer. Da oben ist. Du kleines Drecksvieh, ich hab die Wurst von irgendwo rauskommen. Aber dass du kommst? Naja, damit habe ich nicht gerechnet. Ihhh, was ist denn hier? Oh, ich habe was zum Werfen. Ja, Zahnräder. Putsch. Zack, zack, zack. Oh, Junge, was bist du denn? Hallo, mein Kleiner! Sieht ein bisschen aus wie Groot, bloß in... Oh mein Gott! Okay, die platzt nochmal auf. Hä? Ekelhaft. Ah, Mensch. Nein, nein, nicht runterfallen! Nicht runterfallen! Nicht runterfallen! Mach ihn weg! Oh mein Gott. Achso, ich hätte nochmal hochlaufen können. Okay, gut. Never mind. Bam, 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 bam. Hier ist ein Schmetterling. Oh, oh, ein geil Goldener. Wie mache ich das? Nein, nein, nein. Ich bin gleich tot. Verdammte Scheiße, verdammte Scheiße. Ich krieg den Goldenen nicht. Ich will den goldenen Schmetterling haben. Er geht weg. Nein, 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 nein. Einmal. Nein, 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 nein. Komm schon. Der goldene Schmetterling! Ich will den goldenen Schmetterling! Er geht weg! Ah, ich hab ihn! Halbmondstein! Oha, jawohl! Boom! Die hab ich noch gebraucht. Ich glaube, nach den Halbmondsteinen kommen die die Vollmondsteine. So als letzte Verbesserung noch. Hier ist was. Komm mal her. Bam, 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 bam! Ich hab dich doch. Pass mal auf. Ey. Der lässt sich auch nicht beeindrucken von mir. Ah. Ah. Oh mein Gott. Holy shit. Geht aus dem Weg. Bam, 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 zack. Schock. Oh. Komm ich hier ran? Nö. Hm. Hier geht's noch runter. Alter. Ist alles voller Blut. Ja, wartet mal. Ich will erstmal meine ganzen Ergos zurückholen. Boom. Die Crit-Chance von dem Messer ist extrem gut. Zu mir ist was. Ich habe irgendwas im Schatten gesehen. Holy shit. Nein, 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 nein! Was zappelt denn hier rum? Irgendwie zappelt mein Bild gerade. Ich hoffe, das stirbt nicht. Hör auf! Mann! Irgendwie zappelt gerade mein Bild. Warum? Warum? Das stört mich gerade. Ich würde es mal kurz gucken, nicht, dass jetzt irgendwas passiert ist. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, aber erstmal hole ich den hier. Weil dumm bin ich nicht. Oh, ich hab geguckt, es war nichts. Ich weiß nicht, ob er das jetzt in der Aufnahme gesehen hat. Oh. Nee, nicht die. Schlimmster Albtraum! Schlimmster Albtraum! Du tötet mich gleich wieder! Hey, lass mich doch mal in Ruhe! So, jetzt hole ich das große Geschütz raus. Du willst es nicht anders. Du denkst wohl, dass du besser bist, oder was? Hä? Ha! Ey! Der lässt mich in Ruhe! Der greift
durchgehend an. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn dafür. Würde ich das überleben, wenn ich hier runterspringe? Oh ja. Jetzt hier unten. Zack. Oh nein. Nein, nicht der schon wieder. Eine Panzerbranke. War das die? Nee, das war eine andere. Gut. Oh mein Gott. Ich hab nichts. Ja, ja. Ich wollte blocken, genau. Ah ja. Ah, das ist schlecht. Ja! Ach so, scheiße, nimm ihn. Nimm ihn! Bam, Alter! Das war einfach nur aus gutem Glück. Oh mein Gott, ich könnte auch nur sterben. Oh mein Gott! Nein! Geh zu! Geh zurück! Stirb! Oh mein Gott! Lada F250 Rahmen! Okay! Oh, das war jetzt echt knapp! Ich durfte echt nicht getroffen werden! Der Lada-Rahmen. Oh, der ist schwerer. Hat aber eine Menge Rüstung mehr. Aber das ist uns ja egal. Wir sind krasser. Oh, ich hab ne Dings wieder. Boom. Kriege ich hier irgendwas, wenn ich hier reinlaufe? Nö, ist einfach nur Blut. Oder was auch immer. Rote Bittesaft. Dann mache ich mir ja die Hose dreckig. Guckt's euch an. Bah. Weißt du, wenn ich hier rolle? Ach, das ist Wein. Ah, ich glaube, hier kann ich den Wein für die Mrs. Frau am Fenster da herbekommen, oder? Ich glaube ja. Mal gucken, wo. Sie alle sind zum Konzert im Monat Wulfhardt Haus eingeladen. Wir bitten für eine erfolgreiche Eröffnung der Ausstellung. Die vom Monat Wulfhardt Haus geförderten Kinder überbringen Ihnen allen eine Botschaft der Liebe und Hoffnung. Versäumen Sie nicht die Chance, der unschuldigsten Vorstellung in ganz Grab beizuwohnen. Mhm. Gesponsert von Lady Isabel. Okay, und die Einnahmen werden gespendet. Nett. Hallo? Ja, wo sind wir denn? Ja, ein Untergrundschlüssel. Da bist du? Boom. Ja, ja, den mache ich schnell weg. Ah, okay, wir sind hier. Okay. Da komme ich durch, oder? Nö. Oh je. Ich bekomme da Verfall durch die Bank weg. Ach du Scheiße. Ja, das wird ein Spaß. Oh, Mami? Papi? Oh, hinten anschleichen. Nein. Schalt hinten an. Komm schon, ich will kippen. Scheiße, ich werde sterben. Na toll, jetzt habe ich hier Scheiße gefressen. Dunkelmond, Mondstein des Bundes. Geil. Noch einer. Ja, ist okay. Lass mich hier raus. Oh nein. So, wir schnetzeln uns bis auf den Tod. Oh mein Gott. Nimm den hier. Oh nee! Ja? Ja? Zack! Ratz! Nochmal! Okay, noch ein Schlag. Alter, weggeschnetzelt! Er hat seinen Schuh ausgezogen. Was ist das denn? Noch war sein Kopf. Ich hab keine Ahnung. Ach, apropos, für den nächsten nehmen wir ein Feuerschleifmittel. Oh mein Gott, macht keinen Scheiß. Ey, ich dachte, hier kommt einer runter. Ah! Oh mein Gott, das war knapp. Das war knapper, als es aussah. Der Stift hat schon gemalt. Ich kann eine Dingszelle nehmen. Perfekto. Na, komm mal her, hä? Nee. Komm runter. Ist da einer drin? Ja. Ah, oh, wir haben verbrutzelt. Oh, ich hab's vergessen. Ich hab ein bisschen Angst. Verdammt. Jetzt. Zack, zack. Das ist so geil. Ranziehen. Messerstecherei. Bam, bam, bam. Sichelmund, Mondstein. Nullmaler Sichelmundstein. Ah! Hier kommt was, hier kommt was, hier kommt was.
Muss ich aufpassen? Er platzt. Weg, 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 ich bin das tot. Okay, kommen wir noch irgendwo rein? Hier, nur hier. Hallo? Damen? Die Herren? Ich Shortcut. Sehr gut. Ich höre hier so ein Getappel. Das macht mich kirre. Ist hier was? Eine Toilette. Oh. Oh ja, hallo. Skandal! Die Tragödie hinter der Extravaganz. Es gibt nur wenige Bürger von Kra, die nicht wissen, wer wie, ach wie ist. Der Kronprinz der High Society, der Mann, der im Alter von 18 auf den Gedanken zum großen Bund der Art der automatischen Puppen kam und die beste Produktionsfirma aufbaute. Der Mann, der immer schick ist und leidenschaftlich gern Menschen zum Lachen bringt. Wie ist der meistgehasste und geliebte Mann in Kart, aber seine unschuldige Leidenschaft macht sogar seine Feinde gefühlsduselig. Aber die wenigsten wissen, welche Tragödie er in seiner Jugend erlebt hat. Auf 4 Seiten? Digga, ich habe jetzt gar keine Lust, das zu lesen. Passt auf, ich blende jetzt die nächsten Seiten nur ganz kurz ein, dann könnt ihr es selbst lesen. Da! Ah. Mann, dieses Rumgeschreie. Erstmal den Shortcut öffnen. Bitte. Keine böse Überraschung. Ah, wo sind wir denn jetzt? Ah, hier. Ja, gut. Ja, dann würde ich sagen, das war's. Hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Hab bis dahin eine gute Zeit und ciao! Oh, Mate, der hat mich verarscht. Diese kleine Drecksau.